Ich lass die mal zusammen jetzt. Mit diesem einzelnen Rumgefiddel, das bringt nicht so viel. Zurzeit eher Anrufsimulator. Ja, das war anstrengend, ne? Laufender Aufstand. 25 noch. Gut, die sind geheilt. Weil ich will die Feuerwehr da auch nicht allein lassen, ne? Also nicht das... Ach, optional. Bauen Sie eine Leichenhalle und sammeln Sie die Toten ein. Apropos Tote. Was macht denn eigentlich hier unsere Krankenstation? Wieso geht das hier nicht voran? Hallo? Ach, die müssen jetzt warten bis... entriegelt. Ich lasse das mal komplett auf, weil... Da wird jetzt ja gebaut und alles mögliche. Ärzte haben wir. Zwei Stück. Wo auch immer die rumtouren. Ich stell schon mal Köche ein. Warte mal, hier. Geht nicht. Warum nicht? Habe ich das noch nicht komplett zurückerobert? Egal. So. Feuerwehr. Wo laufen die hier hin? Was machen diese Arbeiter? Ich weiß es nicht. Ich sehe das so schlecht, wo hier Feuer ist und wo nicht. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die restlichen Aufständischen da drin sind. So, dann holen wir die. Holen wir die ran. Die Sunnies hier in als Reserve und die coolen Jungs holen wir auch. Okay, alles hier ran. Ja. So, Krankenstation. Ah, wo sind die Ärzte? Was ist der Lagerraum? Oh. Ich würde wirklich gerne schon einen Koch einstellen. Gibt es nämlich schon wieder was zu essen. Ja, ums leibliche Wohl bin ich immer sehr besorgt. Okay. Da warten wir noch auf die Nachzügler. Oh, da wird schon wieder gekämpft. Und die Frage ist... Wo bauen wir denn unser Krematorium bzw. die Leichenhalle? Leichenhalle. Hierhin schicken sie verstorbene Häftlinge und Angestellte. Krank. Ja, hier hinten, ne? So. Hinter der Kantine. So zur... Wenn das Fleisch mal alle ist. Ja, Fundament. Beton. Oh. Ich weiß nicht, wie groß so eine Leichenhalle sein muss, aber auch das werden wir erfahren. Dann brauche ich hier eine große Gefängnistür. Muss es immer Gefängnistür sein? Kann es auch eine Personaltür? Was ist Personaltür? Kann ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine verriegelte Tür, die von ihrem gesamten Personal geöffnet werden kann. Nicht nur von den Wachen. Ich glaube, das ist sinnvoll, ne? Chroma, jo, dann wünsche ich dir auch. Schön, dass du da warst. Und... Mal gucken, wie es hier weitergeht. Okay, Leichenhalle. Haben wir jetzt auch gleich... So, was macht denn die Feuerwehr? Ist hier immer noch am Gießen?
Betreten nicht möglich. Aufstand. So. Ich glaube, wir haben jetzt alle Kräfte hier versammelt. Squad 1. Squad 2. Paramedics. Und die Jungs mit den Schusswaffen. Okay. Also, dann. Storm the front. Hot, 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 hot. Zug 2 rein. Zug 1 auch rein. Alle. Scharfschützen. Eingangsraum sichern. Oh. Was ist denn mit dir? Hey. Ihr zieht euch mal zurück. Paramedics, kommen mal ein Stück ran. Gucken wir mal, wie es bei den... Dass man, wenn man da doppelt draufklickt, schade, dass man nicht so direkt dahin springt, wo die sind, ne? Das wäre nämlich schön. Oh. Dann haben wir doch hier schon alles gewaggelt. Schön. Personal, Wachen. Der Verhandlungsführer. Ja, was ist los? Der Hauptteil der Verstärkung ist eingetroffen. Sie haben jetzt über die Werkzeugleiter Notdienste Zugriff auf so viele Trupps, Bereitschaftswachen und Sanitäter, wie sie brauchen. Oh, das heißt, ich kann mir sogar noch einmal... Natürlich. Und Sani ist auch nochmal. Jo, hole ich mir alles. Ja. Ich meine, wenn das angeboten ist. Das Feuer. Bringen Sie das Feuer unter Kontrolle. Okay. Gut. Dann wollen wir die Leichenhalle noch. Leichenhalle. 1, 2, 3, 4, 5. Ist denn mal so langsam die Krankenstation im Bild? Wo sind die Ärzte eigentlich? Die schaffen nicht in der Nacht, ne? Die sind daheim. Deswegen ist man ja auch Arzt. Ist klar. Ah ja. Die kommt dahin. Oh, wir haben ja einen dritten. Ah, wir haben einen dritten Squad. Ah, sehr schön. Und die kommt dorthin. Wieso wird hier gerade nicht geheilt? Hier, da sind doch Verletzte. Hä? Ach, hier sind Verletzte mit dabei. Oh Gott. Jetzt wird es gerade ein bisschen unübersichtlich. No, überhaupt nicht. Alles normal. So, also, die können hier aber ran. Leg die Waffe weg. Wir sagen es nur einmal. Oh. Handschellen angelegt. Dass hier auch nicht aufgeräumt wird. Hier liegen auch noch welche rum. So, da kommt der dritte Zug. Sehr schön. Wir räumen hier auf. 19 Aufständische gibt es noch. Die Feuerwehr kann ich doch abziehen, ne? Ziehen wir mal die Feuerwehr ab, die stört nur. Und dann. Jo. Rein geht's. Nummer 1, Nummer 2. Schweren Jungs nachrücken lassen. Sunnys nachrücken lassen. Personal, warte mal. Logistik.
kümmere ich mich um die Logistik bezüglich, wo war das nochmal? Schnelles Planung? Nein. Personal? Nein. Versorgung? Nein. Einsatz? Wache? Ah. 1, 2. Der Küche auch mal ein. Krankenstation auch mal ein. Hier auch mal 2. Damit sich die Polizisten mal ein bisschen verteilen. 29 von 50. Eigentlich haben wir genug, ne? Wir müssen nur dran denken, dass auch überall mal welche sind. So, dann können wir das wieder ausmachen. Und knüppeln. Oh. Ah, okay. Ich verstehe. Die gehen da rein. Die warten mal kurz. Die sichern ab. Ach, weißt du was? Oh. Oh, jetzt wird hier geschossen. Geil. Hier. Bam. Sehr schön. Können die Sanis hier mal helfen? Oh, oh. Hier, ah, hier, wir verlieren Leute. Hier, wir verlieren Leute. Wow, 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 wow. Au, 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 au. Sofort nachrücken. Die müssen hier blocken. Was ist denn hier los? Sanis! Könnt ihr euch mal... Wieso machen die Sanis hier nichts? Tot, tot. Naja, okay, gut. Das, ich glaube, das Spiel ist auch nicht dazu gedacht hier. Ich bin gerade nur nachrücken. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, ich nehme jetzt nur noch, ich nehme jetzt die Jungs mit den Kanonen. So, wer sich bewegt, der kriegt hier halt ordentlich gleich eine Kugel in den Kopf rein. Aber das Gute ist, wir sind bald nicht mehr überbelegt. Also... Das ist ja auch was wert. Gut. Tot. Müde. Müde. Eins. Warte mal. Dann stürmen wir den Rest aber hier. Wir haben keine Gefangenen mehr. Einsatz. Hier auch 2 Wachen rein. Puh. Personal. Darf ich jetzt Köche einstellen? Ja, es geht. Hauptsache, die Kantine ist wieder eröffnet. Sehr schön. Ganz wichtig gewesen. So. Ärzte. Brauche ich vielleicht noch mehr Ärzte? Ja, ich glaube, ich brauche noch mal ein paar Ärzte. Nicht schön, aber selten. Hier mit der Krankenbettverteilung. Es ist ja auch mehr Krieg als... Uiuiui. So, sind auch alle verletzt. Werden eigentlich
Ihr behandelt beide, ne? Eigene und... Ah, warte mal. Ach, dir? Ah, habt ihr es gerade gesehen? Das heißt, die Wache schleppt auch müde Leute oder hier... Ah, die sind auch dafür zuständig, die Leute hier ins Krankenbett zu liefern. Interessant. Dann wollen wir nochmal die Stromversorgung checken. Strom, 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 Strom. Stromkabel. Dann verlegen wir hier nochmal eins. Alle hopp. Leichenhalle. Was haben wir denn hier alles? Was gibt's da so? Objekte. Was? Leichenbahre. Okay, cool. Ich glaube, das ist relativ egal, wie rum die sind, ne? Okay, gut. Jo. Weiter geht's. Einen haben wir verloren. Einen Soldaten, beziehungsweise von den Sicherheitsleuten haben wir schon verloren. Was ist hier los? Apropos Personal. Wir stellen schon mal ein paar Heilsmeister ein. Klar, warum auch nicht? Warum auch nicht? Gefängnis ist noch völlig... Wir putzen aber schon mal. Hygiene ist wichtig. So. Wie kommen wir hier eigentlich? Ach, hier ist auch noch eine Kantine. Ach, und hier ist auch noch eine Küche. Interessant. Wie kommen wir da eigentlich rein? Ah, die haben das hier verbarrikadiert. Sehe ich das? Ah, okay, gut. Trupp 1. Nein. Halt. Eins. Der Trupp auch. Und die Leute mit der Kanone hinterher. Oh, alles rein. Hier, der hier nackisch. Uiuiui. Was ist denn hier mit meinen? Jawohl, jetzt wird auch mal wieder geschossen. Jo, 69. Ja, sehr gut. Bewusstlos. Benedikt, eingehender Anruf. Na? Wollen wir uns nochmal unterhalten? Mein lieber Herr, Benedikt. Ich will jetzt meinen Wagen. Wallace, komm mit. Wenn uns jemand folgt, können wir seine Gliedmaßen von der Straße platzen. Könnt ihr. Das reicht. Wir müssen diese Sache beenden. Das Team ist in Stellung. Keiner von uns kommt ja jemals raus. Sie wollen nicht dich. Wovon sprichst du? Ich habe wegen des Geldes getan, aber er hat es für den politischen Vorteil getan. Je höher der Strafmaß, desto mehr Stimmen hat er bekommen. Oh, steckt der Bürgermeister auch noch mit drin? Das wäre schick. Von wem zur Hölle redest du? Mensch. Von Bürgermeister Heller, das war sein Plan. Ich habe nur das Getriebe geölt, wusste ich doch. Wusste ich doch, der Unsympath. Oh oh. Diese Datei war der Beweis, der seine Karriere zerstören konnte. Cool, hier mit diesen Schwungdingern, um die Türen richtig schön wamm aufzubrechen. Du verarschst mich. Nee, glaube ich nicht. Aber jetzt wird er erschossen wahrscheinlich. Dann ist der Bürgermeister, gibt's keine Beweise. Was zur Hölle? Ja. Sie kommen euch zu holen. Ja. Ich habe euch verdammt nochmal gewarnt. Wie gesagt, da müsste jetzt eine Kugel drin sein. Ja, und die werden alle erschossen und... oh mein Gott. Der Bürgermeister jetzt sowieso, von was redet ihr denn? Ich weiß gar nicht, ne?
Und die drei Leute haben demnächst Autounfall, Herzinfarkt vom Hochhaus gestolpert. Ja. Steckt der Sicherheitschef vielleicht auch noch dahinter? Oder mit drin? Hat jemand nur dafür gesorgt, dass der noch ein paar Kugeln abbekommt? Tot, tot, tot. Bürgermeister, Kelvin Heller. Ja, komm, gehen wir mal ran. Was ist denn los? Die Anstalt unter Kontrolle und die Aufständigen wurden überwältigt. Es hätte leicht viel schlimmer ausgehen können. Ich hätte meinen Job verloren. Eieiei. Steht einiges an Aufräumen am Warten bevor. Wenn Sie Zeit haben, würde ich mich sehr über Ihre Hilfe freuen. Ich hab grad Zeit. Ich mach's aber nicht für dich. Wir haben keinen Bauunternehmer auf dem Gelände. Erstens müssen Sie also ein paar neue Arbeiter, alles reparieren. Ich war schon immer der Meinung, dass die Sicherheitsmaßnahmen hier viel zu lasch sind. Diese Häftlinge wurden viel zu lange an der langen Leine gehalten. Damit ist jetzt Schluss. Sei du mal schön ruhig, du korruptes Stück. SCH. Ah. Ich möchte, dass Sie uns eine neue Waffenkammer bauen. Oh la la la. Und dann bewaffnete Wachen an Schlüsselpositionen im gesamten Gefängnis verteilen. Sir, ja, Sir. Aber wir reden hier immer noch von Gefängnis und nicht World War 3. Ihr Anblick wird die Häftlinge bändigen und sie werden es sich zweimal überlegen, nochmal solchen Ärger zu machen. Genau. Gewalt hilft immer. Ich bewillige außerdem die Mittel- und Panzerwesten an alle Wachen auf dem Gelände auszugeben. Unsere Männer müssen sich selbst verteidigen können. Uiuiui. Da wären noch ein paar andere Sachen, die erledigt werden müssen. Es gibt zu viele Häftlinge, denen die Falschheit ihres Handels vor Augen geführt werden muss. Bauen Sie einen neuen Isolationstrakt. Eieiei. Unsere Wache werden die Häftlinge je nach Bedrohung in die ISO-Haft bringen. Dort haben Sie Gelegenheit, über Ihre Missetaten nachzudenken. Und außerdem wird vor Ihnen vor Augen geführt, wer hier das Sagen hat. Ja, Chef. Es gibt hier jede Menge zu tun. Boah, red noch mehr. Wir sind für Ihre Hilfe wirklich sehr dankbar. Ah ja, ich lese gern vor. Wenn Sie denken, Sie haben Ihre Aufgabe erledigt und möchten gerne fortfahren, klicken Sie auf das Polaroid am Eingangstor. Machen wir da erstmal Pause. Mein lieber Scholli hier. Commander Zocker. Moin, grüß dich. So, wieder da. Schnuffi, hi. 40 Minuten unter der Dusche. Was hast du 40 Minuten unter der Dusche? Nein, 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 nein. Nein, Schnuffi, ich will's nicht. Nein, nein, will's nicht wissen. Dafür nicht. So.